aus Mannheim an dieses Mikrofon bitte tritt jetzt Jens Wienand. Hallo. Sehr schön hier zu sein. Auch ich mache etwas für das kollektive Gefühl. Dafür habe ich diesen Text dabei, ja, zwei Überschriften. Beides sind Zitate. Ohne Liebe kehrt kein Frühling wieder. Friedrich Schiller. A winter is coming. Game of Thrones. Viele Generationen lang haben sich Künstler mit der Liebe beschäftigt. Ich würde sagen, das Thema ist also weitestgehend abgearbeitet, außer natürlich für Helene Fischer. Die arbeitet sich da gerade erst voll ein. Heute erschließt sich die Liebe durch den Beziehungsstatus. Die Zeiten von kleinen Zetteln, auf denen stand ja, nein, vielleicht sind vorbei. Heute gibt es folgende digitale Auswahlmöglichkeiten. Single, vergeben, es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Meine Fresse, ist das kompliziert. Ich kann dir gar nicht sagen, wie kompliziert das ist. Meine Alte haut mich. Dann doch lieber simpel, getrennt. Spätestens in dieser Phase beginnt jeder noch so unkommunikative Mensch alles rauszuhauen, was an lyrischem Talent da ist. Per Brief, betrunkenen SMS morgens um 4 oder beim letzten Mal Skype-Termin ohne Hose. Das ist oft traurig. Deswegen mag ich die Liebe nicht. Ich mag den Hass. Eigentlich sind das zwei sehr ähnliche Gefühle. Extrem impulsiv und leidenschaftlich. Wer im Raum ist verliebt? Und wer im Raum hasst irgendjemanden? Ich sehe, ihr seid auf der richtigen Seite. Traut euch doch alle mal zu hassen. Wäre das nicht schön, wenn man statt Liebes auch Hassbriefe schreiben könnte? Ich denke an dich. Und in mir explodiert irgendwas. Du bist der erste Gedanke, wenn ich aufstehe. Mein letzter Gedanke, wenn ich einschlafe. Ich würde dir gerne sehr nah sein. Dir in die Augen sehen. Dich mit beiden Händen fest umarmen. Vor allem im Halsbereich. Wo ist denn der Hass? Klar, kannst du dich über deine Liebe definieren. Lieblingstier, Lieblingsfarbe, Lieblingsstellung. Aber erkennt man das Innere eines Menschen nicht dann, wenn er dir ehrlich offenbart, was ihn so richtig, richtig anpisst? Hassfarbe, Hassessen, Hassbands, Hassorte und Hassmenschen. Ja, vor allem bei den Menschen. Da wird es spannend. Jeder kennt Menschen, die man toll findet und mag. Aber ein Hassmensch, der Erzrivale, der persönliche Todfeind. Wie selten das doch ist. Was wäre Joker ohne den Batman? Was wäre Gargamel ohne die Schlümpfe? Manche Menschen definieren sich alleine darüber, dass sie alle gemeinsam dasselbe hassen. Kinder hassen Spinat, Kölner hassen Düsseldorf und Emos hassen sich selbst. Apropos Emos, die Musikindustrie geht den Bach runter, weil jeder Fan von allem ist. Heute kannst du Hip-Hop hören und auf ein Metal-Festival gehen. Früher hätte sich ein solches mutiertes Mischwesen aus Selbsthass wie Rumpelstilzchen selbst am Beinchen auseinandergerissen. Wo ist denn der Hass? Ich vermisse ihn. Ich habe kein Liebes-, sondern Hasskummer. Ich will keine Lieder über Toleranz hören, sondern über Hass. Ich will Geschichten, wo der Fuchs und der Hass sich gute Nacht sagen. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Hass bis auf die Knochen, standest du da. Ich will filmen mit David Hasselhoff. Hasselnusskuchen essen, ein Abo vom Hassler und ich will mir auf die Finger Hate und Hate tätowieren lassen. Das Problem ist, der Hass ist nur in bestimmten Fällen gesellschaftsfähig. Beispielsweise bei bestimmten Religionen im politisch-rechten Spektrum oder bei Politessen. Jeder hasst Politessen. Und warum? Weil man es nicht gelernt hat. Eine ordentliche Hasssozialisierung fehlt uns doch heutzutage. Wir werden auf Toleranz geeicht, um bloß nicht zu extrem zu werden. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Wie schön wäre die Welt doch, wenn wir alle früh genug anfangen würden zu hassen. In der Schule würde man nicht lernen zu hassen, weil man Mobbingopfer ist, von älteren Schülern, vom Hausmeister, vom Schulhund, sondern weil es Unterrichtsstoff ist. Man bedient sich ja ebenfalls der deutschen Klassiker, wenn es um Hass geht. Und wie großartig wäre es doch, wenn sich die Dichter und Denker unseres Landes nicht in schwülstiger Liebe zu irgendwelchen Flittchen ergossen hätten, sondern in praxisnahem Hass. Ich stelle mir manchmal vor, wie sich Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe in Diss-Tracks gegenseitig den lyrischen Garaus gemacht haben. Statt normale freundschaftlicher Korrespondenz zu stehen, betteln sich die beiden in Grund und Boden. Und zwar Autor gegen Autor, Weimar gegen Jena, die East Coast gegen die East Coast. Vom Selbsthass zerfressen und die eigene Scheißigkeit auf die Puderperücke seines Gegenübers projiziert. Das hätte so klingen können. Friedrich Schiller, wo zur Hölle hörte ich denn diesen Namen? Mach ja über der Liste die 10 beschissensten Dramen. Auch als Unterrichtsstoff bist du leider nicht geil. Die Kids können zwar die Glocke, aber keiner hat Style. Antwort. Faust 1 war ganz nice, doch Teil 2 rafft keine Sau. Wer schreibt denn eigentlich deine Texte? Deine Frau?
Ach, sorry, hast du ja gar keine. War mir gerade nicht bewusst. Noch eine Frage. Warum sterben bei dir denn all die Lappen am Struss? Wieso lässt du blödes Arschloch den Wärter lange leiden? Hätte sie ficken sollen, dann sagen die, sorry, wird nicht mit uns beiden. Ich schreibe vor euch hier noch ein geiles Gedicht. Und was sind deine letzten Worte? Mehr Licht. Ja, also versteht mich nicht falsch, es ist kein Aufruf zur Revolte und kein Aufruf zur Gewalt, aber klare Feindbilder sind wichtig. Ohne Hass keine Liebe. Wir brauchen noch ein Gegengewicht, um uns emotional fallen zu lassen. Wer nicht hasst, der kann nicht lieben. Da gibt es keine Extreme, da dümpelt man im Mittelmaß vor sich hin und hat eine Gefühlsamplitude zwischen, oh ja, geht so und ganz okay. Wie langweilig. Keiner will gehasst werden, aber wie tut das doch, wenn man jemandem vollkommen egal wird? Wenn das Leben Wintersport wäre, dann fehlt ohne Hass die Abfahrt, der Biathlon und der Weitsprung. Dann hast du ganz alleine hässliche Klamotten an und gehst im Wald langlaufen. Gehasst wird langsam, aber schnell geliebt, sagt Don Juan. Und wenn ihr das heute Abend mit dem Hassen nicht mehr hinbekommt, weil das zu lange dauert, dann vielleicht zumindest das mit der Liebe. Danke fürs Zuhören.